herzlich willkommen zum diesmonatigen Unboxing der Get Digital Box. Ja, ihr seht, das Ding ist wieder ein ziemlicher Klumpen. Ja, und mir geht's immer grauenvoller, womit ich denn diesen Gag des Aufmachens am Laufen halte. Aber noch fällt mir etwas ein. So werde ich dieses Mal mit einer Soße einer bekannten Fastfood-Marke mein Glück versuchen. Und wenn ihr Glück habt, gibt's ein bisschen Sauerei. Okay, na komm. Na. Oder auch nicht. Gutes Klebeband. Get Digital Box. War nicht so wie erwartet, aber ich habe es doch mit der Soße durchtrennt. Ich muss aufpassen, dass mir der Boden nicht rausfällt. So. Was haben wir denn da Schönes? Auf jeden Fall sehr viel Textilien. Okay, fangen wir einfach mal mit der Textilie an. Und zwar haben wir mal wieder was für meine Couch, was ich gerade massiv feiere. Das ist extrem cool. Ein Kissen mit Darkside und Lightside. Es ist schon ziemlich awesome. Schön flauschig. Dann hoffen wir, dass es viel Baumwolle hat. Ja, das ist nur nicht runterschlucken. Es steht nicht drauf, aus was es ist, aber ich würde mal tippen, es ist doch einen sehr hohen Polyesteranteil hat. Spätestens wenn Zucker drauf liegt und eine geschossen bekommt, dann weiß man das. Ja, dann haben wir hier Teenage Mutant Ninja Turtles Mega Blocks. Also ein Lego-Verschnitt wohl. Und davon gleich zwei. Da schauen wir gleich mal rein. Was haben wir denn hier Schönes? Bausteinklebeband. Okay, anscheinend passend zu den Mega Blocks. 50 cm Lego Brick Klebeband. Cool. Oh, da wird sich die Sandy von Steinreich sehr freuen. Und zwar eine Harley Quinn Badeente. Die passt dann auch zu meiner Batman Badeente, die vor Ewigkeiten in der Loot Chest drin war. Aber die werde ich an die Sandy von Steinreich schenken, der Herr, die gute Dame. Enten sammelt und das noch und nöcher. Da kenne ich jemanden, der im Dreieck hüpfen wird vor Freude. Dann haben wir hier wieder einen saucoolen Bastelbogen von Get Digital. Dieses Mal ist es von The Day of the Tentacle. Eine von den Tentakeln. Ich glaube, es ist ein Partyhütchen oder sowas. Na gut, ein relativ kleines Partyhütchen. Noch mit Süßigkeiten. Und einem Armband. Mal schön hier drin, dann kommt wenigstens kein Kneis drauf. Und da unten ist noch ein Buch drin. Was haben wir denn hier? Enchantment Under the Sea. Na, wo haben wir's? Hill Valley High School, Present Saturday Night, November 12.1955. Na, wer kennt noch Hill Valley? Jetzt hätte ich fast die Melodie davon gepfiffen. Copyright, Copyright.
Ja, dann haben wir natürlich das obligatorische T-Shirt. Ist auch in meiner Größe, aber letztes Mal war ja nicht meine Schuld. Was ist die 3SZ, der Fluch des der Feststelltaste? Okay, das ist so cool. Das feiere ich gerade mehr, als ich feiern sollte. Wie nice ist das denn? Oh, schön. Ja, das hier sieht aus, als wäre es wieder irgendetwas Asiatisches, wie ich da drauf komme. Ich habe keine Ahnung. Man kann jedenfalls nirgendwo lesen, was es denn sein soll, geschweige denn riechen. Ist auch eine dicke Verbundfolie. Kommt wieder der alte Mitarbeiter der Verpackungsindustrie in mir hoch. Ja, dann haben wir hier herausragendes Verpackungsmaterial. Aber schön, dass ihr da was reinstopft, dass das Ganze nicht irgendwo hin und her marodiert in der Kiste. Ja, und dann haben wir ein Buch von Warcraft, so wie es aussieht, vom Movie. Mit Warcraft präsentiert Legendary Pictures zum und Universal Studios ein gewaltiges cineastisches Abenteuer über den Zusammenprall zweier Welten. Basierend auf dem gleichnamigen weltweiten Erfolgsfilm von Blizzard Entertainment, Warcraft The Beginning, erzählt die komplette Geschichte der unglaublich kreativen Reise, die diese vor unzähligen Gamern heißgeliebte Welt auf die Kinoleinwand brachte. Das Buch bietet einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen des Entstehungsprozesses dieses lang ersehnten Heldenliedes. Es zeigt atemberaubende Konzeptzeichnungen, Filmszenen und die Entstehung beeindruckender visueller Effekte und damit darüber hinaus aufschlussreiche Interviews mit fantastischen Schauspielern und der Crew. Sie teilen ihre Geheimnisse mit dem Leser und verraten, wie das vom Krieg zerrissene Azeroth zum Leben erweckt werden konnte. Ja, schade. Leider mit all die Fresse vorne drauf, gibt es wohl auch noch mit Horde-Fresse. Ach, es gibt zwei Varianten davon anscheinend. Einmal für die Horde und einmal für die Allianz. Okay, ich habe natürlich das Buch von der Allianz. Okay, ich weiß, womit ich nachher Feuer anmache. Ich mach's mal nicht auf, zu eurem Bedauern, denn ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Wer jetzt denkt, oh, wie, den hast du noch nicht gesehen? Yep, ich weiß nicht. Mir passen da die Proportionen nicht und ich hätte lieber einen animierten Film gehabt im Sinne der Zwischensequenzen von Blizzard. Ja, hier haben wir das Lootbook der diesjährigen Folge. Auch wieder schön zusammengefasst vorne drauf. Was denn so alles drin ist, die Lego-Bühne, Turtles und so weiter. Ja! Warcraft The Beginning for the Alliance und for the Horde heißt es nun schon seit 24 Jahren. Inzwischen hat es Blizzards Krieg von Rittern und Orks durch diversen Games bis ins Kino geschafft. In diesem hochwertigen Bildband erfährst du alles über die Entstehung und die Hintergründe von Warcraft The Beginning. Orte, Charaktere, Ausrüstung, Handlung und Verknüpfungen zu den Spielen werden dir aus der Sicht der Menschen oder aus Sicht der Orks präsentiert. Die 3SZ. Der neueste Fall der drei Detektive führt die Hörspiellegenden zum Get Digital. Justus, Peter und Bob wollen herausfinden, welches Motiv wohl das beliebteste Lootbox-Shirt des Jahres wird. Dieses Shirt-Design von Glückskind ist, also fehlt ein Ü. Ich glaube, das soll aber so sein. Ist natürlich schon bis zu den Schrottplätzen von Kalifornien bekannt. Eine von drei DC-Badeenten.
Bad Duck, Super Duck und Harley Quack sind die wohl berühmtesten Figuren des DC-Badeuniversums. Einer dieser drei Helden wartet nun darauf, in deiner Wanne zu Wasser gelassen zu werden. Die Gummienten sind natürlich wasserfest und behalten ihre Farben nach langem Planschspaß. Da seht ihr nochmal die Enten. Ja, komm, denn wühle ich jetzt nicht hinten aus dem Turm raus. Daher man das Ganze eh nur in der entsprechenden Kiste sieht. Kissen, Light Side, Dark Side. Die dunkle Seite ist verlockend, denn sie ist flauschig und warm, aber ein wahrer Sofa-Jedi wird den wahren Weg der geschmeidigen hellen Seite treu bleiben und am Ende der Geschichte sind gut und böse nur zwei Seiten desselben Kissens oder desselben Toasts. Eine Seite dunkel sie ist. Yoda, halt die Fresse und ist ein Toast. Papercraft Purpur-Tentakel. Das böse Purpur-Tentakel aus dem Spiel Day of the Tentakel ist weithin bekannt. Und wir sind alle froh, dass es die Weltherrschaft niemals an sich reißen konnte. Mit diesem kleinen Papercraft kannst du es quasi ein weiteres Mal zum Leben erwecken. Eine von vier Festivalbändern. Get Digital lädt dich dazu ein, eines dieser vier großartigen Events besucht zu haben. Besucht zu haben. Seit es den legendären Kampf im Thunderdome von Bartertown aus Mad Max, der große Tanzball der Hill Valley High School aus Zurück in die Zukunft, die wunderschöne Hochzeitsfeier von Edmure Tully und Roslyn Fay in Game of Thrones. Oh, ich hab Glück gehabt, dass ich den Mist nicht gekriegt habe. Oder das gemütliche Konzert von Figrin Dan in Mos Eisley Cantina in Star Wars. Ab jetzt kannst du dich damit brüsten, eine dieser Events live verfolgt zu haben. Ah, okay, deswegen ist die Cantina Band auch vorne drauf. Hier seht ihr nochmal die Bändchen, wenn die Kamera irgendwann nochmal scharf stellt. Ja, das hat sie jetzt aber ganz souverän hingekriegt, ja. Da habe ich ja echt Glück gehabt, dass ich mit Back to the Future eins meiner Lieblings-Franchises drin hatte. Ninja Turtles Mega Blocks Serie 1. Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphael oder einen der seltenen Bösewichte findest du in der ersten Serie der Teenage Mutant Ninja Turtles Mega Blocks. Welchen bekommst du? Da schauen wir gleich nochmal rein. Und Ninja Turtles Mega Blocks Serie 2. Mit dem zweiten Mal kannst du deine Schildkrötensammlung um Meister Splinter, Slash, eine Gruppe fieser Monster und anderen Bausteinfiguren erweitern. Ja, dann hier das Leckerli. Ein leckeres Traubenbonbon aus Korea. Nährstoffe. Na gut, das lese ich jetzt nicht vor. Jedenfalls nichts Schlimmes drin. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und zuletzt das Bausteinklebeband. Mit einem 50 cm langen Klebeband kannst du überall deine Bausteine samt dazugehörige Figuren und Co. anbringen. Es ist flexibel, hält an den meisten Oberflächen, lässt sich kürzen und sogar wieder neue aufkleben. Und falls du wirklich keine Bausteine mehr zu Hause haben solltest, kommen in dieser Box natürlich auch gleich passende Deko-Ideen mit Reptilien in Grün. Da haben wir die Los Turtlos. Werde Mitglied der Digital Community, da werde ich glaube ich auch mal reinhüpfen müssen. Neu im Digital Online Shop. Adventure Game Wand Gear Drop. Okay. Das ist cool, das könnte auch ruhig mal drin sein. It's dangerous to go alone, take one of these. Perry Hopper, ja, sehr schöne Box. Und nein, ich habe nicht vergessen, dass wir bei den Turtles reinschauen. Ja, das war Series One, was ich aufgemacht habe. Und wir haben einen gelben Turtle, der sich da Michelangelo nennt.
das Ganze gerade mal in Brocken, soweit es geht. Schöne große Figur. Ich persönlich ganz nice. Sogar die Beinstellung ist aber seltsam, aber die sind beweglich. Nice. Kann sagen, keine Augen. Toll, jetzt habe ich wieder die Turtles Mucke vom Gameboy im Kopf. Au, Alter. Boah, ey, willst du mich verarschen? Ich krieg hier den, krieg hier die Augenbinde nicht drauf. So, jetzt. Au. Okay, müssen wir jetzt doch mal die Anleitung gucken. Das ist irgendwie ein, ach nee, das ist Donnie. Ich sage, das ist ein ganz anderes Ding. Aber warum ist Shredder einfach nur komplett rot? Ach, das ist ein Gürtel. Muss doch mal gesagt werden hier. Oder? Ja, doch, das ist ein Gürtel. Friemel, Friemel. Ah, gut. Und die Plattform zum Draufstehen ist auch direkt dabei. Tada! Ja, und so hätte, beziehungsweise das hätte alles dabei sein können. So, dann schauen wir gerade noch mal in die Edition 2 rein. Bäh. Glück gehabt. Es ist ein voll lilaner Donatello, so wie es aussieht. Es ist ein Stock dabei. Was ist los mit der Kamera? Oh, so Fokusprobleme. Fokus! Ja, schade, dass der irgendwie hier so komisch voll lila ist. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade. Da hätte ich dann doch lieber einen in den Original-Farben gehabt. Aber ich sag mal, es kann sich halt bei diesen Teilen ja nicht so wirklich aussuchen. Oh ja, Arm hoch, anziehen, das ist ja wie beim Kleinkind hier. Muss wie beim Kleinkind aufpassen, dass nichts abbricht. Und verdreht ist es dann auch noch, wenn du fertig bist. Yay! Yeah. Nein, in diese Richtung kommt der Arm nicht. So, Kopf, Kopf, Kopf. Hallo, Kopf. Jetzt den Kopf versenkt. Schön, dass da unten auf dem Block direkt fett draufsteht. Made in China. Ah, nee, doch, hier ist der Kopf. Haha. So, jetzt ist er tutti completi. Und hier noch, was alles hätte dabei sein können. Ja, und damit sind wir dann auch beim Ende vom Unboxing von Get Digital diesen Monat. Ja, ich bin etwas später, aber ich war leider ziemlich krank und ja, da ist das Ganze ein wenig schlecht, dann ein Video aufzunehmen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein!